kann es nicht glauben, wie schnell die letzten Wochen rumgegangen sind. Wir sind ja jetzt schon bei der letzten Themenreihe. Genau, beim letzten Tag der Themenreihe, das stimmt. So viele Wochen sind schon vergangen. Und Kinder, richtig cool, dass ihr uns so lange begleitet habt, dass ihr die ganze Zeit dabei wart. Wir haben ja jetzt schon einiges auch gelernt in der Zeit, oder Juliette? Mhm. Was hast du denn so gelernt? Also ich habe gelernt, dass Gott immer und überall bei uns dabei ist. Das stimmt. Das haben die Jünger nämlich auch gelernt, ne? Mhm. Die haben ja Jesus gar nicht mehr gesehen, aber haben gemerkt, Gott ist immer da. Und das ist richtig cool. Und bevor wir jetzt gleich die Geschichte hören und hören, wie es weitergeht, würde ich sagen, beten wir und laden Gott dazu ein und dann starten wir mit den Liedern, okay? Also, Jesus, danke, dass wir heute wieder einen neuen City Light Gottesdienst haben, dass wir lernen dürfen, was du über uns denkst, was du über mich und über die Kinder denkst. Und danke, dass du immer da bist. Amen. Amen. Du hast schon den Luftballon. Sehr gut. Und ich würde sagen, wir machen mal ein paar Hampelmänner, damit wir gleich fit und fit wie ein Turnschuh mit den Liedern starten können. Okay? Und 1, 2, 3, 4 und 5. Sehr gut. Und wir starten jetzt mit den Liedern. Versuchung.
geschafft. Das war richtig gut, oder? Ne? Heute gibt es ja wieder eine Geschichte, ne, Julian? Ich bin schon richtig neugierig, worum es denn heute geht. Ja, das kannst du auch sein. Heute geht es nämlich um was richtig, also es passiert was richtig Spannendes. Soll ich dir verraten? So einen kleinen Schnipsel verraten, worum es geht? Ja, es geht um eine Person, die in einem Gefängnis ist. Ja, dann ist es spannend. Kinder, findet ihr das auch spannend? Ich glaube schon. Und ich glaube, wir können dann direkt auch loslegen mit der Geschichte. Hallo Kinder, ich nehme euch heute wieder mit auf eine Reise nach Jerusalem. Wir waren ja letzten Sonntag schon da. Könnt ihr euch daran erinnern, was an Pfingsten passiert ist? Richtig, der Heilige Geist ist gekommen und hat unheimlich viel Mut bei den Menschen ausgelöst. Sie sind auf die Straßen gegangen und haben von Jesus erzählt. Und diesmal begleiten wir wieder Petrus. Petrus ist nämlich mit seinem Bruder, dem Jakobus, unterwegs gewesen. Das ist schon einige Zeit her. Und tatsächlich, wisst ihr, was passiert ist? Die haben sie verhaftet. Die Befürchtungen, die sie hatten, dass die frommen Juden und hohen Priester ihn so hassen, die haben sich bestätigt. Und das Schlimmste für alle war, dass der König Herodes, auf der Seite der frommen Juden war. Er wollte alles tun, um es ihnen recht zu machen, damit sie ihn als König akzeptieren und ihn als guten König empfinden. Und so hat der Jakobus den Bruder von Petrus töten lassen. Stellt euch das mal vor, nur weil er von Jesus erzählt hat. Er hat nichts Schlimmes getan. Und das steckte bei den Christen noch ganz, ganz schwer in den Gliedern. Meint ihr, sie haben jetzt aufgegeben und haben sich wieder verkrochen und hatten Angst, genauso wie damals? Nein, überhaupt nicht. Sie hatten keine Angst. Der Heilige Geist war doch dort, der Tröster. Und das ist, obwohl sie sehr traurig waren und das sicherlich nicht gut war, hatten sie einen unheimlichen Mut. Petrus erzählte mutig weiter, aber auch er wurde gefangen genommen. Herodes hatte nämlich gemerkt, oh, die frommen Juden, die freuen sich, wenn ich diese Jesus-Nachfolger töte. Als nächstes ist Petrus dran. Das ist ja auch der Prediger, den die meisten zuhören. Den nehmen wir dran. Und wir gehen mal Petrus besuchen. Er sitzt nämlich im Gefängnis. Sie hatten so eine Angst, dass Petrus abhaut, dass sie ihn an beiden Seiten an Wächter gefesselt haben. Ein Wächter stand an der Tür. Es waren mehrere Türen und Tore, wo man durch musste, um in die Zelle von Petrus zu kommen. Er saß ganz tief im Inneren vom Gefängnis, ganz tief versteckt, weil sie Angst hatten, irgendjemand könnte kommen und Petrus befreien. Da hatten sie nicht ganz so Unrecht. In einer anderen Ecke der Stadt waren nämlich die Menschen in dem Raum versammelt, wo der Heilige Geist gekommen ist, und beteten. Sie beteten zu Gott und sagten, wir haben Mut, wir vertrauen drauf und du bist da und wir möchten, dass du Petrus rettest. Rette Petrus aus dem Gefängnis. Sie wussten gar nicht wie. Sie hatten auch überhaupt gar keine Idee, wie man da reingehen konnte und was man tun konnte. Sie konnten nur beten. Und sie hatten richtiges Vertrauen zu Gott. Gibt es bei dir auch manchmal Probleme, die sehr, sehr schwer scheinen? Ja, ne? Also ich kann mir manchmal vorstellen, dass gerade jetzt in der Situation du denkst, boah, wann hört der ganze Spuk auf? Wann darf ich wieder meine Freunde treffen? Wann darf ich ins Schwimmbad? Ich möchte toben, vielleicht möchte ich Fußball spielen. Und du wünschst dir, dass dieses große Problem einfach weggeht. Und du weißt gar nicht wie. Weißt du was? Gott sagt zu uns, bete. Gib mir deine Probleme ab. Ich bin dafür da, mir deine Probleme anzuhören. Egal welche Probleme du hast, ob Krankheit, ob du dich vielleicht einfach nicht gut fühlst oder vielleicht einsam bist, bring sie zu Gott. Und bitte Gott, dass er dir hilft. Er hat versprochen, dass er uns helfen wird. Manchmal wissen wir nicht, wie er es machen wird, aber er wird es machen. Das hat er zugesagt. Und das gilt auch für Kinder. Dir möchte er helfen. Für Kinder sind bei Gott etwas ganz Besonderes. Und er wird dir helfen. Und das wussten die Menschen, die sich da im Haus versammelt hatten. Sie wussten, Gott kann helfen, auch wenn wir nicht wissen, wie. Und deswegen beteten sie die ganze Nacht durch. Und es passierte in der Nacht. Ihr seht ja hier schon, die Wächter sind eingeschlafen. Soldaten, die schlafen! Das gibt's eigentlich gar nicht. Da gab's eine Strafe für. Das durfte man überhaupt nicht. Im Gefängnis als Wächter schlafen. Aber sie sind eingeschlafen. Und mitten in der Nacht
bekommt Petrus Besuch. Ihr könnt es schon erkennen, stimmt's? Ein Engel kommt ihn besuchen. Wie ist er überhaupt reingekommen? Durch die Tür? Kein Problem. Gott kann alles, das wisst ihr doch, oder? Der Engel kommt zu Petrus und sagt, Petrus, steh auf und komm mit. Ich glaube, Petrus denkt erstmal, es ist ein schlechter Traum. Oder ein guter. Hä? Aufstehen? Ich bin gefesselt. Die Wächter sind da, die werden doch aufwachen, wenn sich irgendwas bewegt. Aber er gehorcht. Er steht auf. Der Engel nimmt ihn an den Wächtern vorbei. Die schlafen weiter, tief und fest. Sie gehen durch ein Tor, durch das nächste Tor. Petrus wundert sich. Niemand bemerkt was? Was passiert hier? Erst als er vor dem Gefängnis mitten auf der Straße von Jerusalem steht und der Engel weg ist, merkt er, ich bin frei. Gott hat mich aus dem Gefängnis befreit. Wie kann das passieren? Das ist ja fast unmöglich. Das ist ein Wunder. Erst weiß er gar nicht, was er machen soll, aber dann überlegt er und sagt, ich muss weg von hier. Wenn die merken, dass ich frei bin, holen die mich wieder zurück. Also macht sich Petrus auf den Weg durch die Straßen von Jerusalem. Er geht von einer Straße in die andere und er weiß ganz genau, wo er hingeht. Und schauen wir mal in das Zimmer, wo Petrus hingeht. Ihr habt es schon fast erahnt, ne? Genau, er geht dahin, wo seine Freunde und die anderen Jesus-Nachfolger beten. Sie beten für Petrus. Eine Dienerin hört ein Klopfen an der Tür. Oh, kommen da die Wächter und die Soldaten? Wollen die uns auch gefangen nehmen? Sie geht an die Tür und guckt. Ja, wer ist da? Ich bin's, Petrus, lass mich rein. Vor Schreck macht sie gar nicht die Türe auf. Sie läuft in den Raum zu den anderen und sagt, Petrus steht vor der Tür. Tja, und warum lässt du ihn nicht rein? Ups, vergessen in der ganzen Aufregung. Tatsächlich, Petrus kommt rein und seine Freunde sehen, er ist frei. Sie haben die ganze Nacht gebetet, dass Petrus freikommt und auf einmal steht er da. Und sie können es gar nicht glauben, aber es ist wirklich wahr. Gott hat ein wahnsinniges Wunder gemacht. Wisst ihr, der Heilige Geist ist da. Manchmal passieren trotzdem schlimme Dinge. Aber dann schenkt Gott Mut und Kraft, das auszuhalten. Manchmal sind nicht automatisch irgendwelche Dinge beendet und trotzdem gut. Corona zieht sich jetzt schon seit über einem Jahr und es ist nicht sofort weg, obwohl viele Menschen dafür beten. Trotzdem sagt Gott, ich bin da. Du bist nicht alleine in dieser Zeit. Ich werde dir helfen. Und manchmal, da kann es auch passieren, dass Gott von heute auf morgen ein richtiges Wunder tut und sagt, ich bin Gott, ich habe die Kraft und ich verändere alles. Und daran darfst du glauben, weil Gott das in der Vergangenheit immer wieder bewiesen hat. Und er kann es auch heute noch tun. Und ich wünsche dir den Mut und die Kraft, wie die Menschen es damals hatten, darauf zu hoffen und zu vertrauen, dass Gott große Wunder tun kann und er wird es auch bei dir im Leben tun. So Kinder, heute ist der letzte Tag der Themenreihe und damit hast du jetzt noch einmal die Chance, den Vers dieser Themenreihe auswendig zu lernen. Und ich will gerne von euch wissen, wo denn der Vers nochmal steht. Wer weiß, in welchem Buch der Bibel dieser Vers steht? Ganz genau, ihr habt schon richtig geraten, in Matthäus. Und die Bewegung dazu gehen so. Ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Matthäus 28, Vers 20b. Und jetzt gibt es eine Redeerlaubnis. Und zwar dürfen jetzt die Kinder den Vers auswendig aufsagen, die heute Morgen Müsli oder Kelloggs gegessen haben, Cornflakes gegessen haben. Also, ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Matthäus 28, Vers 20b. Sehr gut. So, jetzt dürfen alle Kinder mit mir zusammen den Vers aufsagen, dessen Lieblingsfarbe blau, orange oder grün ist. So wie Tomski, ihr erinnert euch, Tomskis Lieblingsfarbe war grün. Und jetzt dürft ihr mit mir zusammen den Vers aufsagen. 1, 2, 3.
Ich versichere euch, ich bin immer bei euch. Bis ans Ende der Zeit. Matthäus 28, Vers 20b. Sehr gut. Und jetzt ein letztes Mal für alle Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren. Also, alle mal ganz laut mitrufen. Und zwar fangen wir jetzt an. Ich versichere euch, ich bin immer bei euch. Bis ans Ende der Zeit. Matthäus 28, Vers 20b. Und das ist richtig cool, denn du kannst wissen, dass Jesus immer bei dir ist, auch wenn du ihn nicht siehst. Er ist da. Und das kannst du in der nächsten Woche erleben. Wenn du dich einsam fühlst, kannst du mal fragen, Jesus, bist du da? Du kannst mit ihm reden. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. So Kinder, wir haben jetzt was Cooles mitgebracht und zwar ein Experiment. Tomski, was machen wir für ein cooles Experiment? Ja, wir machen ein Experiment von meinem damaligen Physiklehrer. Echt? Das ist sein Experiment? Das ist sein Experiment. Okay. Der Effekt nennt sich Bernoulli-Effekt und zeigt, dass wir es sehen können, dass Gott alles in der Hand hat, obwohl wir Gott nicht sehen können. Und um euch das mal zu verdeutlichen, um euch das mal zu zeigen, was der Bernoulli-Effekt überhaupt ist, zeige ich euch das mal kurz. Also die Luft wird jetzt aus dem Föhn herausströmen. Wir legen den Tischtennisball in die Mitte des Föhns und er wird nicht herunterfallen. Er bleibt auf derselben Höhe. Er schwankt zwar ein bisschen, aber er fällt nicht herunter. Fangen wir mal an. Stufe 2. Hammer! Sehr cool! Stufe 1. Hammer! Sehr cool. Danke, Tomski. Das ist ein richtig cooles Experiment und das könnt ihr zu Hause nachmachen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Föhn, Strom und ein Tischtennisball. Und dann könnt ihr das euren Eltern und euren Geschwistern erklären, denn es ist wirklich so. Gott hat alles in seiner Hand und genauso wie der Tischtennisball nicht runterfällt oder zur Seite fällt, ist es auch mit dir in deinem Leben so, weil Gott dich in der Hand hält. So, und damit sind wir schon am Ende der Themenreihe. Die Themenreihe und jetzt? Und ich hoffe, du hast die Antwort darauf gefunden und ich bin ganz gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Also Kinder, macht's gut und bis dann. Tschüss. Ciao.